Die Regionalliga bei Sport Total. Präsentiert von bwin. Können uns auf eine spannende Partie freuen. Stimmungsvoll wird es auf jeden Fall. Das sehen wir jetzt schon, wenn wir in den Gästeblock rüber gucken. Holdak, Mamutovic. Mamutovic wieder zurück auf Holdak. Ivan, der war nicht im Abseits. Und Holdak! Ivan, der da erstmal auf links Lukas Wilken auf die große Hafenrundfahrt schickt. Können wir uns jetzt nochmal angucken. Mamutovic, Holdak sieht, dass Ivan da blank ist. Wilken kommt von hinten und tschüss. Und dann flankt Ivan schön rein und Holdak kann den Ball nicht ganz präzise aufs Tor bringen. Die vielleicht beste Torchance dieser Partie. Nach die Aachener ja auch mit dem einen oder anderen Großgewachsenen, der ja bei Standards durchaus mal die Birne reinhalten kann. Alexander Heinze, Franco Uzelac, aber auch die Aachener auf der anderen Seite. Viele kopfballstarke Spieler dabei. Und dass Gianluca Mazzullo den dann rausköpft, ist eher überraschend, aber leitet damit direkt den Konter ein. Mamutovic, Holdak, versucht durchzulassen auf Mazzullo. Und der ist plötzlich blank. Vorm Ross, Mazzullo! Das muss das 1:0 für Rot-Weiß-Aalen sein. Andreas Ivan da mit dem tollen Pass auf Gianluca Mazzullo. Und der chippt den Ball dann an Joshua Mroz vorbei. Verleihen. Marco Müller. Über die Seite gegen Twarzig. Bringt den Ball in die Mitte. Gündüz, dann springt er weg, dann flippert's. Müller! Velichkov im Stile eines Handballtorwarts. Da haben sie vorher schon die Chance, mehrfach zu klären. Und dann Velichkov im Stile eines Handballtorwarts. Nochmal hier, Gündüz. Erst springt der Ball weit weg, dann schießen sie sich gegenseitig an. Und dann Müller mit einem schönen Volley. Und Gündüz nimmt Müller mit. Flach rein, der rutscht durch. Damani! Hamdi Damani bringt die Alemannia in Führung. Und der Jubel der Aachener, unbeschreiblich groß. Riesige Erleichterung jetzt im Aalener Fanblock. Yildiz nimmt Müller damit, der damit gar nicht mehr gerechnet hat. Und der bringt das Ding scharf vors Tor auf Damani. Und der fackelt nicht lange und jagt das Ding zur Führung in die Maschen. Währenddessen noch ein kurzer Wechsel bei den Aachenern. Yannick Mause, der beste Torjäger mit 7 Toren, eingewechselt worden für Ergün Yildiz. Und der holt sich direkt mal den Ball im Strafraum gegen Oktay Dahl. Mause setzt sich da durch, bringt er den rein, das 2:0! Yannick Mause, ja, wer hat dich denn bekloppt? Unglaublich! Lasst es vielleicht 6 Ballkontakte gewesen sein. Der ist nicht mal eine Minute auf dem Feld. Und dann macht er sie da alle lang. Erst Oktay Dahl. Der versucht noch mit allen fairen und unfairen Mitteln Mause zu stoppen. Dann zieht er Kevin Kahlert auf links. Und dann Martin Velichkov. Das 2:0, der Doppelschlag für die Alemannia. Verleihe, Foulspiel. Ah, Mause kann da auch durchziehen. Und wer war's? Bennett Eickhoff. Und das war's. Das gibt die gelb-rote Karte für Bennett Eickhoff.
hatte ja vor kurzem die gelbe Karte erst gesehen. Der Rechtsverteidiger, der Aalener, und die zweite auch völlig verdient, unterbindet damit dem taktischen Foul den Angriff. Und ganz, ganz wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf. Die Punkte 37, 38 und 39 und Rang 13 in der Tabelle nach der Niederlage des SV Lippstadt am heutigen Tag im Nachholspiel gegen den VfB Homberg. Und jetzt können Sie noch ein drittes draufsetzen. Lars Özwein. Oh, Mordecai Zuß, böses Foul. Yannick Mause jetzt noch mit der Chance zum 3-0. Aber das sah ganz, ganz übel aus. Mordecai Zuß da. Eieiei. Das muss der Schiedsrichter eigentlich jetzt mal abpfeifen. Frederik Baum sollte den Ball jetzt mal rauslegen. Ja. Naja, machen Sie nicht. Sie müssen warten, bis der Schiedsrichter pfeift. Gianluca Mazzullo jetzt. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Gelbe Karte für Mordecai Zuß. Freunde, Freunde, Freunde. Und das ist der Abpfiff. Überschattet von dem Foul an Lars Özwein, der auch immer noch schmerzverzerrt auf dem Boden liegt und sich da vor Schmerzen am Boden wälzt. Ganz, ganz übel der Schlag auf den Knochen von Mordecai Zuß, der da versucht mit allen Mitteln noch das 0:3 zu unterbinden, was am Ende auch gelang. Am Ende gewinnt Alemannia Aachen aufgrund einer starken, starken zweiten Halbzeit hier verdient mit 2:0 im Verse-Stadion bei Rot-Weiß Aalen. Die Regionalliga bei Sport Total. Präsentiert von bwin. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.